Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Ich begrüße euch zu einem weiteren Blick in das Haushaltsbuch meiner Burning Crusade Classic Erlebnisse. Sozusagen, ihr seid wahrscheinlich schon bei dem zweiten Charakter, vielleicht bei dem dritten. Falls ihr noch nicht 70 seid, ist es nicht wild. Ich habe gestern erst Ding gemacht und wollte euch mal ganz kurz wieder die Bilanz zeigen und ein, zwei Worte dazu noch verlieren. Ich hatte vor anderthalb Wochen ungefähr mein Meilenstein-Video gemacht zu 10.000 Gold. Mittlerweile habe ich 15.000 Gold geknackt und habe ein bisschen den Schwerpunkt verlagert. Kann jetzt vielleicht auch mit ganz, ganz, ganz frisch 70. Ihr seht, das hat jetzt aber fast einen Monat quasi gedauert nach Burning Crusade Release. Burning Crusade Classic Release oder Launch, bis ich jetzt 70 geworden bin. Also ich hänge zum Teil sehr, sehr hinterher. Ich habe nachher irgendwann entschieden, okay, das Zeitdruck bringt jetzt gar nichts. Ich farme erstmal alles, ich verkaufe alles. Um die Berufe kümmere ich mich nach und nach. Das ziehe ich dann und danach. Das heißt, ich werde erst in das Thema Produktion so richtig gehen, wenn ich merke, dass ich mit den Materialien jetzt nicht mehr so viel Gold machen kann. Die Schwerpunktverlagerung könnt ihr hier aber schon mal vielleicht ganz gut feststellen. Ich habe jetzt nochmal die letzten 14 Tage eingeblendet. Das kommt dann auch ungefähr so hin. Seit der letzten Videoaufnahme waren das bummelig jetzt, glaube ich, 11 Tage oder 12. Dann passt das so ein bisschen. Und ich wollte euch mal zeigen, wenn wir jetzt tatsächlich hier chronologisch vorgehen, die Magie erfüllte Netherstofftasche, ein schwieriges Wort. Das war im Moment mein Blockbuster-Item jetzt die letzten Tage, weil ich, um das dann auch mal zu zeigen, bei den Ausgaben, ich habe ganz viel in die Nether-Weber-Seite investiert und auch in den arkanen Staub, weil ich Tonnen an Netherstoff selber erfarmt habe durch die Farmspot-Tests, durch das Leveln oder auch ein bisschen durch das Flipping. Also es ist nicht so, dass ich nicht hier jetzt auch ein bisschen was ausgegeben habe. Ne, 240 Nether-Weber-Seite habe ich gekauft. Für 6 Gold an und 50 im Schnitt. Anfangs hatte ich sie verkauft, zum Schluss habe ich jetzt Gold ausgegeben. Auch hier den arkanen Staub habe ich im Schnitt jetzt für knapp 1,78 verkauft und für 1,59 im Schnitt gekauft, um einfach die Lager aufzufüllen und die Taschen produzieren zu können, weil ihr wisst, das ist zwischendurch immer eine meiner Lieblingsmärkte. Ich habe das meist jetzt verkauft, ich habe das auch wirklich reingedrückt, den ganzen Kram, und zwischendurch auch nochmal die Auktion wieder rausgeholt, wieder reingestellt, weil ich diesen ganzen Kram jetzt erstmal loswerden wollte. Ich wollte liquidieren, ich wollte das Gold verdienen. Wir gehen ja nochmal jetzt wieder in die Einnahmen. Ihr seht hier die Netherstofftasche in Urschatten. Gestern hier verkauft, gehen wir mal so ein bisschen zurück, lebendigen Rubin für 96 Gold, ja, das ist natürlich nett, das kam aus irgendeiner Adamantit, Adam meine ich. Arcana Folian seht ihr hier, Teufelseisenerz, die Sumpflord-Ranke, hier Urleben, seht ihr hier, mal von Kael Jaden, phasenverschobenes Fleisch, die reifen Sporenbeutel, ja, ihr erkennt da so ein paar Sachen wieder. Es sind dem Grunde nach keine Überraschungen, ne? Also sucht ihr die Crafting-Produkte. Das ist es nach wie vor noch nicht, ne? Abgesehen von den Taschen ist da tatsächlich nichts in der Produktion. Hier Siegel des Sonnenzorns, auch eine ganze Menge. Hier habe ich noch Erze verkauft, Terrorzapfen, Feuerpartikel, Adamantit, Knotenhautleder, Brustplatte des raschen Angriffs. Was war die Geschichte hier? Okay, für 37 Gold verkauft, also immerhin 7 Gold über dem Moment Regionsverkaufsschnitt noch aus einer Level 68 Platte. Ja, hätte man vielleicht noch ein paar Gold mehr rausholen können, aber ihr kennt im Moment meine Einstellung dazu. Ich finde die Zeit wichtiger jetzt, die ich investiere in das Farmen und in das Questen, anstatt dass ich Auktionshaus PvP mache. Ja, ich gehe das hier durch, ja, wir sind jetzt schon letzte 5 Tage, 6 Tage, das sind so diese ganzen Geschichten, die Sessions hatte, Erdpartikel, Heiltränke, Mana-Tränke, Entzauberungsmaterialien, hier haben wir nochmal Grollhuffleisch, also es sind keine Überraschungen, guckt euch das an, ne? Das sind so alles, ja, Geschichten, die durch das Farmen abfallen, und ein oder zwei Tipps dazu wollte ich gleich noch loswerden. Ich scroll das hier nochmal durch, dass ihr das auch sehen könnt. Ja, wirklich Blick hier, wirklich in den Ledger, in den TSM 4 Ledger, in das Haushaltsbuch. Das sind jetzt keine großen Überraschungen, ne? Das ist wirklich ein bisschen Blümchen. Es ist Erze. Es sind Ledergeschichten. Es ist das, was ich so eingesammelt und abgebaut habe. Und ja, dann war es das auch schon.
Runenstoff nochmal hier so ein bisschen verkauft, aber auch da seht ihr, das ist preislich auch nach und nach alles so ein bisschen abgestürzt. Runenstoff bei unter 7 Silber mittlerweile. Ja, das geht so ganz langsam Richtung Händlerverkaufspreis, ne? Also da sehe ich langfristig im Moment nicht mehr so die absolut riesigen Chancen, aber ja, man hilft nicht. Das ist ja auch okay. Ausgaben habe ich euch gezeigt, wollte noch ganz kurz in die Übersicht gehen. Hier seht ihr das einfach nochmal, ne? Der Weg geht sozusagen ganz langsam stetig nach oben. So, das heißt, der nächste Meilenstein wäre 20.000 Gold. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt dafür brauche. Ich muss da vielleicht auch ein bisschen nochmal investieren. Vielleicht werde ich ein paar Sachen flippen. Nichtsdestotrotz seht ihr, das Top-Item ist jetzt der Magieerfüllte Netherstofftasche. Jetzt einfach durch das Volumen. Und meine größten Ausgaben waren jetzt hier die Netherweberseite. Also ich habe auch 3.000 Gold investiert. So ist es ja nicht. Ja. Es kam so ein bisschen was zustande, aber immerhin diese 15.000 Gold, die ich jetzt hier habe auf dem Auktionshaus-Chart, das ist jetzt in Ordnung. Aber ich werde jetzt erstmal vielleicht hier und dort ein bisschen sparen. Ich möchte ja das epische Fliegen haben. Und was ich euch noch zeigen wollte oder was ich noch loswerden wollte, das war zu dem letzten Video, nochmal ganz wichtig für euch vielleicht, das Antimeter-Farming. Also rennt nicht den klassischen. Oder macht nicht den klassischen Fehler, dass ihr den Goldgeiz hinterherrennt. Das heißt, es kommt irgendein guter Farmspot raus und alle stürzen sich darauf. Testet das auf euren Servern, wenn ihr da Ruhe habt, wunderbar. Ansonsten speichert das für euch ab. Guckt später einfach nochmal nach. Dann prüft auch die Marktlücken, ne? Also wenn jetzt total hot, gerade im wahrsten Sinne des Wortes, das Urfeuer ist, die Urfeuer-Farmspots sind aber komplett überfarmt. Dann nehmt etwas anderes der Urelemente oder dieser Modes der einzelnen Partikel, farmt dann die ab. Wie sieht es bei euch aus mit den Stoffen? Wie sieht es bei euch aus mit dem Leder? Lohnt es sich irgendwie das Erz zu farmen? Lohnt es sich langsam bei euch in die Produktion zu gehen? Lohnt es sich noch Ruf-Items zu farmen? Das auf jeden Fall wirklich prüfen. Das mache ich dann schon zielgenau, sobald das geht. Natürlich möchte ich das mit meinen ganzen Farmgeschichten verbinden. Aber rennt nicht den Geiz hinterher oder ja, dem Elementarplateau. Wenn ihr da sowieso keinen Bock bekommt, das ist höchst ineffizient. Es ist viel effizienter, vielleicht eine kleinere Geschichte zu nehmen, aber ihr habt doch halt einfach die Ruhe. Daher, ne, diesen Pro-Preis checken. Was bekommt ihr eigentlich raus für einen Urmine, einen Urschatten, ein Urfeuer, Urluft und so weiter und so fort? Das lohnt sich eher. Es lohnt sich auf jeden Fall auch mindestens zu zweit schon loszugehen. Ja, sucht euch einen Kumpel, eine Freundin, irgendjemanden aus der Gilde. Ihr habt nicht nur gefühlt, sondern ihr habt de facto mehr als 100% Farmspeed. Ja, wenn ihr das beide einzelfarmt, ihr tut euch zusammen, ihr habt mehr als 100%. Man holt mehr als das Doppelte raus. Das ist unglaublich. Ein ganz kleiner Nachteil ist natürlich, es ist nicht wie bei Retail, es gibt dann keinen Gruppenloot beispielsweise, ne? Das sozusagen ein Rare Mob Kill bedeutet, dass jeder dann ein grünes Item bekommt oder ein Rare Item bekommt. Bei den Blumen und bei den Erzen heißt es dann auch hier generell sich aufzuteilen. Ja, einer ist vielleicht Kürschner und macht die Kräuter und oder das Erz, dass ihr euch da ein bisschen aufteilt. Das ist hier leider nicht so wie bei Retail, da muss man sich dann irgendwie einigen. Ne? Also wenn ihr beide Kräuterkunde und Bergbau habt, ja, muss man sich auch irgendwie aufteilen. Aber wenn man dann mal auf das Blümchen stößt oder die Erzader, sich hier nicht arrangieren zu müssen, ist schon nett. Ne? Vielleicht kann ja auch noch helfen, vielleicht bei dem Twinks durchziehen. Ja, nutzt es auch. Das habe ich jetzt noch vergessen hier zu erwähnen. Gerade wenn ihr die ersten Twinks nachzieht. Ja, macht euch da zu zweit auf den Weg. Ihr seid viel, viel schneller. Das habe ich einfach festgestellt. Ja, wenn man mit ein, zwei Leuten in Unterstützung fahren, man ballert in einem völlig anderen Tempo. Das ist schon nett. Gerade wenn die Kollegin oder der Kollege einfach vielleicht schon auch ganz gute Ausrüstung hat. Gegebenenfalls auch schon durch die Hero Dungeons und sowas. Ne? Also ein bisschen besser als gerade Level 70 geworden, Questgear, sondern einige schon aus den Instanzen. Das merkt man sofort bei dem Farmtempo und das ist irre. Also die Itemization ist super erfolgskritisch, auch in der Burning Crusade. Und dann, ne, denkt auch nochmal dran, das sind oft die offensichtlichen Sachen. Das ist jetzt nichts Neues, aber wenn ihr noch ein großes gefülltes Questlog habt, guckt mal, was die Quests auf einmal geben. Nachdem ihr Level 70 seid, ja, dann ist aus dieser 3 Gold und 80 Silber Belohnung so etwas wie 11 Gold geworden. Das summiert sich über die Dauer, ne? 50 dieser Quests sind dann schon 10% für das epische Fliegen. Mal so gerechnet. So, damit sind wir durch. Ich möchte auch gar nicht länger aufhalten. Das war mal so ein bisschen Einblick hier in meine Haushaltsbücher, dass ihr das sehen könnt. Das sind Transparenz schaffen und 15.000 Gold. Ja, es ist jetzt noch nicht so die Welt. Ich habe es nicht super optimiert. Ich bin auch noch nicht in den Produktionsberufen, sagte ich schon. Man kann oder könnte sicherlich noch wesentlich mehr rausholen.
Das aber zu anderer Stelle mehr. Ansonsten freue ich mich. Wenn ihr ein Like da lasst, es hilft sehr. Im Moment sind ja die WoW-Aufrufe brutal eingebrochen. Wenn ihr hier auf der rechten Seite sieht man gerade noch ältere Videos von mir. Guckt euch da die Aufrufzahlen an. Ja, das ist schon heftig eingebrochen. Natürlich zieht Burning Crusade jetzt auch vielleicht über alles. Nicht ganz so wie Retail, sobald 9.1 rauskommt. Zu 9.1 könnte ich auch ein paar Sätze verlieren. Ich sag nur, ja, die Thema Blütenexplosion. Das ist Blizzard zur Alchemie bei 9.1 eingefallen. Ja, herzlichen Glückwunsch, ja. Also, dass man die grauen Steine noch transmutieren kann, soweit so gut. Das ist ja nice to have, aber ja, also auch 9.1 macht für mich Retail nicht interessanter, muss ich sagen. Ich habe ja Bock mit der Gilde mal Richtung Karasan zu marschieren. Das ist dann aber sozusagen ein anderes Ziel. Andi wird vielleicht doch wieder raiden, aber nicht in Retail. Ich habe im Moment, obwohl man den ganzen Quatsch schon mal durchgemacht hat, in Classic mehr Bock dazu. So, das war's, Leute. Möchte euch jetzt hier nicht weiter verquatschen. Bis zum nächsten Mal. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Besucht uns in unserer Discord-Community. Link ist wieder auf dem YouTube-Kanal. Und schnackt mit uns. Und ja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.